Also ich muss ja sagen, durch mein Streaming-Hobby mittlerweile, klar. Du hast auch eine gute Stimme. Also, man, ja, danke. Aber das ist halt trotzdem für mich immer wieder, wenn ich Soundtests mache oder so, ungewohnt, weil ich zwar meine Stimme kenne, aber es ist trotzdem immer wieder komisch, wenn du halt dann aus externer Quelle dann deine Stimme hörst. Ganz merkwürdig. Ja, Sarah, guck dich um, ne? Wir sind, es fehlt nicht mehr viel. Ordentlich, ordentlich. Aber es ist der Plan B, es war nicht unser, es war eigentlich anders geplant, aber wir haben es nicht hinbekommen anders. Wir brauchen noch 132 Holz, um die Decke zu machen. Ah, Moment, ja, und das Fundament vorne. Genau. Das Katapultfundament. Ja, okay, das... wo sammelt ihr jetzt gerade vorrangig? Hast du gegessen und getrunken? Ich bin noch fast voll. Übrigens ist hinter dem Garten, Haus ein Garten, den ich warst du da noch da, als wir den Garten angelegt haben? Ja, ne? Okay. Ja, wir sammeln, wo wir immer sammeln, ne? Mit ein bisschen Glück ist sogar ein bisschen was nachgewachsen. Nimm mal einer den Wagen mit, ich mach mal rein. Übrigens habe ich festgestellt, dass Ressourcen nicht in den Lagern nicht wieder aufgefüllt werden, wie Seile und Co. Doch nicht? Scheinbar nicht, nein. Aber es hat man doch, also da bin ich mir jetzt, also zumindest wenn da halt das Ding neu lädst, dass dann diese Sachen wieder auftauchen. Weil das haben wir ja gehabt, das war ja jetzt, Also ich geh jetzt mal spaßeshalber gucken. Da komm ich mit, ich brauch ja auch Zeug. Ja, dann machen wir mal gerade Abstecher ins Dorf. Gegebenenfalls können wir noch ein paar Eingeborene abschlachten. Züchtigen, Geburtenkontrolle. Die haben uns, die Regierung von denen hat uns darum gebeten. Ich möchte nur erwähnen, dass ich aktuell offline aufnehme für YouTube, also, ne, zügig ja. mit deinen Aussagen. Ich meine, ich verdiene eh kein Geld damit, aber dann werde ich wahrscheinlich noch irgendwie verklagt oder sowas. Gebät oder so. Von, Nein, also ihr verlässlicher Führer Kim Jong-un hat uns gebeten, da mal ein Auge drauf zu haben. Wir werden eingeladen, weil unsere Maßnahmen und Strategien einfach so hervorragend sind. Oh, was ist das denn? Ist das... Könnte das... Ich muss mal eben kurz ein paar Bären hier abgreifen. Mit den Schneebären geht das übrigens auch mit dem Gift. Wie nimmt man die denn auf, ohne die zu essen? Mit dem Beutel. Okay, habe ich nicht. Heckenkirsche, das könnte, glaube ich... Ich kann die auch gerade keinen machen. Ich habe Daniel einen gemacht, aber... Alles gut. Hast du nicht noch einen Reh geschlachtet? Ja, ich brauche aber nicht Reh, ich brauche Hase. Ein Fell habe ich... ne, ich habe ein Rehfell, verdammt. Wir gehen erstmal hier die zwei kleinen Hüten checken. Aber vielleicht hat ja Sarah selbst... Nee, ich habe leider keine Felle. Okay, hier hängen tatsächlich wieder Stoffe. Ich habe da links gerade eine Bewegung gesehen. Ja. Ich bin noch ein bisschen weiter weg von euch. Auf jeden Fall ist hier wieder genug Stoff, das ist nicht so verkehrt. Ah, und Totems zum Ärgern. Ich greife erstmal, gucken wir uns hier die außenliegenden Häuser ein bisschen an. Ja, ich komme zu euch. Die Koffer sind... So, wir können uns hier wieder rot anmalen. Sollten wir vielleicht machen, wenn Stress ist. Ich habe mich jetzt rot angemalt. Aber die gehen man ja schon ziemlich auf den Sack dann, wa? Ich glaube, die beten uns da an und greifen uns da nicht an oder irgendwie sowas. Nee, aber wir müssen dann die ganze Zeit in der Mitte stehen. Was? Ja, du, wenn dich hinstellst, dann umkreisen sie dich doch und setzen sich dann immer auf den... Auf dem Hosenboden. Oh, hier waren zwei Hasen, verdammt. Habt ihr die Zeichnung gesehen? Na klar, habt ihr. Ja, ja. Dann mach ich mir auch gut an. Nice. Und da waren auch zwei Koffer mit Kleidung. Ja, die waren offen. Ja, die habe ich aufgemacht, ja. Guck, was wir nachher Stylisches haben. Also, wir sollten das echt nutzen, die scheinen aktuell außer Haus zu sein. Ne, sind die nicht. Die sind nur was weiter hinten durch.
glaube, die Ressourcen sind wieder da, wenn du die Session wieder lädst. Das meinte ich mit genau, ja. Also. Aber ist nicht ja mehr, cool. aber nicht in derselben Spiel-Session, sag ich jetzt mal. Also. Nee, das stimmt. Aber dann lohnt sich ja trotzdem, einen Spot in der Nähe zu haben. Ja. Alter, das war dann ein eigener Fehler. Was, bist du angegriffen? Nee, ich habe gerade ein Lego an, der war irgendwie scheintot. Da habe ich gerade mal von seinem Leiden erlöst. Auf jeden Fall ist genug Stoff vorhanden in diesem Dorf. Da können wir uns genug Seile notfalls auch mit selber machen. Ja, sonst können wir halt einen kurzen Abstieg zur Yacht machen, das ist ja auch kein Ding. Ist der Weg ja auch nicht so weit. Ja, aber wir haben reichlich. Ich glaube, jetzt, wenn wir rot sind, haben wir wahrscheinlich auch wenig Probleme. Hier ist übrigens auch die Höhle, die du meintest. Ja, die markiere ich direkt. Da, aber die, wo die sollten als, da. Ja, weil die sollte man als erstes besuchen dann. Vor der Karte, hoffentlich. Oh, Seile. Hier in der Hütte sind Seile. Und Soda und Futter. So, wir hatten gesagt, grün. Okay, so. Vielleicht erstaunlich, dass hier keine Passagiere draußen hängen. Die sind alle in die Höhlen verschleppt worden. Oh, Klebeband. Ja, hier hing, nice. In der Hütte hatte ich auf jeden Fall mal irgendwann zwei abgehakt, glaube ich. Hm. Hier hängt Schwein. Ja, was? Ja. Zwischen euch. Ein grauer. Er scheint aber auf die Farbe zu scheißen. Hinter dir, Daniel. Der bewegt sich rückwärts. Was hast du gesagt, Sarah? Ich bin bei dir. Alles klar. Peter ist alleine. Ja, alles gut, mit dem werde ich fertig. Ich bin ja Mutant Man. Ja, sehr gut. Ich habe hier Leuchtfackeln. Die sind wahrscheinlich auch gut für die Höhlen. Ja, aber Taschenlampe wäre mega nice, wenn halt. Wir die noch finden würden. Er kommt, das sind zwei. Der hat mich angegriffen. Hat er? Ich glaube, du hast ihn angegriffen, oder? Okay, auch egal. Das sind drei. Ja. Der dritte? Ja, der ist weggelaufen. Ich mach mal ein kleines Feuerchen. Ja, ja. Hier war gerade irgendwo war schon ein Lagerfeuer. Musst du nur anmachen. Ah ja, das hatten wir letztes Mal gesetzt, ne? Ja, egal. Mhm. Dann mach ich's weg. Guck mal, hier sind noch Leuchtfackeln in der gelben Kiste. Das ist Dynamit, oder? Ne, ja, Leuchtfackeln. Hier ist Dynamit in der Hütte. In der Hütte hier war Dynamit. Auch wichtig für Tunnel, also für Höhlen. Habe ich es nicht gefunden? Wo habe ich denn jetzt einen Typen abgestochen? Da sind noch zwei. Aber das sind scheint Einwohner zu sein. Die machen nichts, glaube ich. Oh, Peter. Mit Knochen, Leute, Knochen. Ja, wir sind hier fremdes Territorium. Ja, und? Hinter euch. Ich mach jetzt hier ein Feuerarschlecken. Ja. Die Alte lebt noch, oder? Ne, ist auch tot. Ich suche mal den einen Typen. Ah, da kommt noch einer. Das Feuer sollte doch an sein, bevor du was reinwirfst. Sorry. Ach, du warst es, Sarah. Das war so eine typische Peter-Ich-hau-mal-rein-Aktion.
Okay, jetzt war da hinten. Einer ist noch da. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Okay, da können wir uns bestimmt alle was von hier holen. Guck mal gerade, hier wo ich stehe, hier sind noch ganz viele Koffer, die ich aufgemacht habe. Da ist noch ganz viel Schokolade und sowas. Bewacht mal den Typen, während ich die Leiche hier wegschaffe zum Feuer. Leute? Ja. Der wollte ich gerade anbeten. Walter? Ja, der hat sich hingehockt. Aua. Hier sind noch, da, noch einer. Ihr könntet mir auch ab und zu mal helfen. Ja, wir können es auch einfach mal nicht so aggressiv sein. Irgendwann dürften keine mehr kommen. Würde ich nicht drauf zählen. Wo ist das Feuer? Ja, wo die riesige Flamme ist. Ach da! Ein Knochen brauche ich noch. So, okay, ich bin das Mutant, habe ich gehört. Ja. Definitiv, irgendwo sind Mutanten. Hinter uns würde ich fast behaupten. Einfach, bis die Knochenhaufen weg sind. Wenn wir die Knochen gesammelt haben, gehen wir dann direkt. So, Peter, nimm dir mal noch Knochen. Einen brauche ich nur, alles klar. Gut, ich weiß nicht, wie viele es sind, von daher. Wäre Rückzug vielleicht die bessere Option. Aber ich höre sie bisher auch nur, ich sehe sie nicht. Oder wir flüchten in die Höhlen. Wo hat sie denn jetzt noch die Koffer gehabt, Sarah? Hier vorne, wo ich stehe. Hier. Ah. Ich würde sagen, das war ein ergiebiger Ausflug und wir gehen zurück, oder? Ja. Wo seid ihr? Wo da? Na, Vorsicht, hinter uns kommt. Ah, da ja, ist noch einer. Das kommt. Lass ihn doch. Komm, wir gehen zurück. Ja, ja. Okay. Warte mal, Koffer. Die vorne ist auch noch eine separate Hütte. Ich glaube, die haben wir auf dem Hinweg abgegrast, oder? Nee. Da sind wir dran vorbeigelaufen. Da sind, glaube ich, nochmal Seile drin. Und Sprit. Und Koffer. Oh ja, Seile. Und Dynamit. Dynamit? Ja, ja, hier vorne, vor der. Vor dem. Vor der. Ich kann keine Seile mehr tragen. Ja, das ist doch gut. Aber voll. Hat der Job sich doch gelöst. Da können wir noch unten vielleicht ein paar Fallen bauen. Haben wir drinnen noch Platz auf dem Trockenständer oder müssen wir einen neuen aufstellen? Puh, im schlimmsten Fall. Ich habe jetzt noch 5 oder 6 Stück Fleisch. Ja, häng das Fleisch einfach auf, was wir haben. Ansonsten, wir haben uns in letzter Zeit tatsächlich sehr von unserem Garten ernährt. Aber wir können da ohne Probleme dann nochmal einen zweiten, dritten, vierten hinbauen. Mhm. Haben ja auch den Platz im Haus dafür.
bei einer neuen Session scheinen doch alle Bäume wieder da zu sein, ne? Ja, ja. Mutant voraus? Nee, nee, kein Mutantengrauer. Er sieht aber groß aus für einen Grauen. Ja, ist nur Malo. Also ist ein Grauer. Vielleicht groß, bietet bete der... mich an. Ja, der hockt sich hier an. Lass ihn laufen, Peter. Bete mich an. Ich bin dein Gott. Er betet mich wirklich an. Diese rote Farbe ist wirklich gut. Scheint aber nur bei den Grauen zu funktionieren, ne? Nee, Problem ist halt, wenn jetzt hatten wir mal, dann haben die uns wirklich eingekreist und haben die uns die ganze Zeit, standen wir im Kreis und die Mutanten anbeten, die Urenwohner anbetenderweise um uns herum. Muss man halt dann doch schnetzeln. Oh, guck mal, unsere Falle war wieder effektiv. Hm. Wollte eigentlich gerade für Sarah einen Hasen erlegen, aber gut. Den nehme ich mal mit. Für aufs Feuer. Ja, hier ist der zweite, sehr gut. Ich hasse diese Schlitten, ne? Das ist... Aber hier ist noch nicht so sonderlich viel nachgewachsen. Oder meine ich das nur? Nee, wieso ist der Typ jetzt weg? Welcher Typ denn? Ja, den ich auf der Schulter hatte. Ich hatte ihn auf die Flammen geworfen und da war er auf einmal weg. Vielleicht ist der Leichnam, die Despawn-Zeit vom Leichnam war vielleicht erreicht. Was zieh ich denn an heute? Das sieht gut aus. Man kann übrigens auch Knochenpfeile machen, ne? Ja, die sind wahrscheinlich wesentlich stärker, aber... Also da habe ich lieber Rüstung, glaube ich, als... Weil du pimpst ja die normalen Pfeile schon durch Feuer und durch Gift, das reicht ja in der Regel ja auch schon. Ich würde hier gern noch so eine Falle aufbauen. Mach, Peter, mach. Wir haben ja die Ressourcen, dafür haben wir ja jetzt wieder. Müssen nur gucken, dass wir irgendwie da noch durchkommen halt. Mhm. Ja, ja. In Verbindung mit Schädellampen sollte das aber eigentlich an für sich gehen. Fallen, habe ich sie denn? Mehrbeiniger Muschiklaus. Wo? Direkt vor uns. Du musst dran vorbeilaufen, Sarah, genau. Vielleicht kriegen wir den ja schön in eine Falle gelockt. Hat er uns gesehen? Ich glaube, er hat uns gesehen. Der kann auch springen, leider. Ja, ja. Müsst ihr aufpassen, und zwar ziemlich weit. Ich glaube, sowas hat keine Daseins-Ex. Daseins. Ich schieß ihn mal an, ne? Ja, ne? Das war das doch mal. Das war nice. Es gibt wieder Mutant. Oh, einen neuen Kopf auch dann vor unserer Haustüre. Muss mal eben die Kopfsache erledigen. Ja, mach das. Hallo, Schlag. Das ist das falsche. Ne, ist richtiger, ne? Boah, dann brauche ich mir einen Rüstungsständer und da kommen nur Mutantenteile dran, damit ich mir dann meinen eigenen Mutanten bauen kann. Mal, ist das bald mal durch hier? Was ist denn los?
Das ist doch ein Kopf, oder meine ich das nur? Hier brauche ich gleich noch 4 Holz und Stöcke. Die Stöcke kann ich mir selber, glaube ich, noch holen gehen. Aha. Boah, der war aber jetzt, der wollte nicht. Ein stabiles Kerlchen. Das würde ich mal... Warte, stopp. Ich brauche ja noch... Ein paar Stöcker brauche ich ja noch. Ich glaube, der krönt mal... Den kröne ich mal... über unsere Haustüre. Ich check mal die Trockenständerlage. Hier brauche ich noch 4 Holzstämme, dann wäre die Falle auch schon bereit. Ich glaube, 2 waren auf dem... Zwei waren, glaube ich, noch schon bereits im Schlitten, der in der Nähe sein müsste. Hier, da wo die Hand leuchtet, zwischen den Fackeln durch. Ja, du rammst den Mutanten gerade. Ein Stückchen höher noch. Ja. Geht. Und jetzt am besten oben an der Fahrt vorbei. Genau. Ich gehe ja schon weg. Ich hole mir mal gerade 4 Bäume, ja? Bleib mal stehen. Du hast doch da hinten ist doch noch ein Schlitten. Oh, macht aber jetzt nicht mega Eindruck eigentlich. Schade. Hatte ich mit einer besseren Performante gerechnet. So, die scheinen definitiv voll zu sein. Nee, doch nicht. Ein bisschen so, Platz auf dem Ständer ist noch, aber ich baue, glaube ich, trotzdem mal noch einen. Ich frage mich, wie lange die rote Farbe vorhält. Mal gespannt. Wenn du ins Wasser springst, dann ist sie weg. Ja, wenn ich halt jetzt nicht aktiv wäscht, das meine ich. Fehlt noch ein Stock für einen Trockenständer? Ja, ja. Oh, muss aber was essen, sehe ich gerade. Hier bräuchte man auch mal eine Knochenfackel oder 4 Knochenfackeln, gerade bei den Ständern, damit man sieht abends, was drauf ist, oder? Ich stell dir mal eins in die Ecke. Und wichtig ist es halt, dass wir oben die Fallen markieren, auch wieder mit links und rechts mit jeweils einer Fackel, dass man beim Dunkeln auch vorbei sieht, weißt du? Ja, das... Wo die Dinger enden. Das ist, glaube ich, definitiv nicht verkehrt. Muss ich jetzt außen die Treppe hoch für aufs Dach? Leute, wir können pennen. Ja, willst du auch dann das? Lass uns das morgen machen, weil dann sieht man auch besser. Wegen den Stämmen meinst du? Achso, ja, verstehe. Ja, muss man tatsächlich. Das ist die Treppe reißen wir später ab. Daniel? Ja, ich bin eben gerade noch die Schädellampe hier am Stellen. Peter hat sich bewegt. Wenn man sich bewegt, hört das auf, ja, okay. Okay, fehlt nur noch. Speichern. Bitte? Schlafen? Ich hab ja, ich doch. Ich bin's. Hör auf mich an zu schreien. So. Schlagen reicht. Einmal so mit der Kelle so von einem Schreibtisch zum anderen. Achso, erstmal was essen, genau. Schön. Ich glaube, draußen müssen wir gleich. Oh Quatsch. Fleisch satt. So, dann. Ich bin die andere Seite. Säckel. Denk dran, Säckchen ausrüsten, ne? Säckchen. Wenn du mal 2 Hasenfälle zusammen hast, dann mach dir ein Säckchen.
Hast du nicht? Ne, ich habe beide keinen, ne? Na, scheiße. Ich hatte nur, ich hatte dir eins gemacht. Guck mal, ich habe Heidelbeerstraußsamen. Wieso bin ich jetzt durch die Decke gefallen? Ich krieg die Dinger da nicht drauf platziert. Du musst über die Seite relativ zur Mitte gehen. Zur Mitte, genau, ja. Über die Seite. So. Dann wendest du dich einfach zur Mitte. Nee. Nee, ist hier nicht. Hier, guck mal, wo ich stehe. Macht die Sache leider etwas kompliziert, ja. Oh nein. Vor allem tut's weh, wenn man runterfällt. Okay, Heckenkirschen sind auch giftig. Hast du die gepflanzt? Nein, ich habe damit meine Pfeile gepimpt. Ja, ja, weiß ich. Heckenkirschen und Schneebären. Ach, Heckenkirschen sind die schwarzen, ne? Ja, alles klar. Ja, muss aufpassen, die sehen, Brombeeren sehen auch, sind auch schwarz. Ja, aber wenn Heckenkirschen drin steht, dann ist Heckenkirsche auch. Ja. In der Beere. Heckenkirsche und Schneebeeren giftig, genau. Muss noch was trinken. Oh krass, ah, okay. Doch ein bisschen gelitten im Dorf, aber nicht der Rede wert. Alles gut. Der Mutant hat's rausgerissen. Der Mutant, ja, und ich habe ja auch noch ein paar Knochen auf der hohlen Hand. Könnte ich glaube noch mal ein bisschen. Und ich würde, glaube ich, hier vor auch noch so ein Ding bauen, dass man nur über außen an hier rüber gehen. Macht die aber nicht zu nah am Steg ran, weil wir wollen ja mit dem Katapult hier auch ja aus der... Nee, hier zwischen den beiden vorne. Wir können ja links und rechts, können wir ja an den Dingern vorbeigehen, an den Fallen. Aber obwohl, wir haben bis hierhin ist bis jetzt noch kein Mutant gekommen, von daher... Boah, kann aber werden. Ich gehe mal Richtung Wald gucken. In der Einzelspielerrunde hatte ich halt dann wirklich dann hier immer so zwei, drei hier am Strand spazieren gehen sehen. Das dürfte ja dann auch irgendwann der Fall sein. Aber das war dann irgendwie, weiß ich, 54. Tag oder so, also. Das kann noch ein bisschen dauern. Werden die dann auch stärker mit der Zeit? Ja, es tauchen halt andere noch auf, ne? Es gibt einen, der okay. Ist. Ich möchte da nicht zu vorweggreifen. Vorsicht, Sarah, hier fällt gleich ein Baum. Alles wunderschöne Menschen, Wesen. Och Mann. Ja, ist geil, ne? Du musst die Handbremse anziehen, sonst geht das nicht. Ach, guck. Gesaved. Dale, du kannst dich schon mal um die Beleuchtung vielleicht von der Falle noch kümmern. Oh, das mach ich gerne. Oh, von den Fallen. Ich bin gerne der Schädelmeister. Ich habe hier unten noch eine hingesetzt. Wir gehen immer oben rum vorbei, weißt du? Jetzt zukünftig. Ja, dann baue ich die. Ja, okay, dann macht es wirklich Sinn, an beiden Seiten eine Schädellampe hinzustellen. Genau, gerade bei der hier. Und dann hier unten noch eine. Ich kann aber auch mal gucken. Ich habe ja auch noch Knochen. Ich kann zumindest die Knochen, die Schädel hinsetzen. Warte. Ja, ich habe keine Harz, ich müsste in der Tat noch ein paar Bäume fällen. Harz, glaube ich, habe ich satt. Warte, ich stelle gerade hier das Ding auf. M-
Moment kurz.